Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Hallo zusammen und herzlich willkommen in meiner Küche. Heute werden wir Ragù Bianco kochen. Ja, dann fangen wir an. Für unseren Ragù Bianco für zwei brauchen wir Karotte, Sellerie, Zwiebel, Rosmarin, ein Glas Weißwein, 200 Gramm gehacktes Rindfleisch, 50 Gramm Salsiccia. Il Ragù Bianco, das ist ein Rezept, was sehr schnell geht, nicht wie der normales Ragù, was 4 bis 5 Stunden braucht. Der braucht nur so circa eine Stunde. Dann fangen wir mit unserem Sofrito und ich mache immer Öl und ein Teil Butter noch dazu, dass es so cremiger wird. So, Butter ist weg. Dann kommt unser Sofrito mit Cipolla, Sedano und Karotte. So, 2-3 Minuten sind durch. Dann kommt jetzt noch il Ragù, also la carne macinata, gehacktes, nur Rindfleisch und eine Salsiccia. Und dann mache ich noch dazu ein bisschen Maisstärke, weil das macht dann, dass das alles schön cremiger ist. Wenn ihr keine Maisstärke habt, könnt ihr normales Mehl auch nehmen. Ragù Bianco kommt auch aus Bologna. Das ist die Variante ohne Tomaten. Wenn man auf Italienisch sagt in Bianco, bedeutet es immer ohne Tomaten. Pasta in Bianco ist zum Beispiel normale Pasta mit Olivenöl und Grana. Oder la Pizza Bianca ist einfach eine Pizza ohne Tomatensauce. Ich hatte einmal auch ein Video über eine Pizza Bianca gemacht. Ich lasse euch hier oben das Link. Und ich lasse euch auch noch das Link über das normale Ragù, il Ragù Bolognese, was jeder so liebt und kennt. Natürlich, Ragù gibt es ganz verschiedene. Es gibt den Ragù alla Genovese, lasse ich euch auch das Link. Und der auch ganz berühmten Ragù, was auch aus Napoli kommt, also Ragù Napoletano. Der ist sehr schwierig, der dauert auch 8 Stunden ungefähr. Und man braucht ganz viele Fleischsorten. Das ist der praktische, der schneller sozusagen. Gut, jetzt gehe ich mal nochmal mit der Flamme hoch, weil jetzt kommt noch unseren Wein dazu. Natürlich, für ein Ragù Bianco braucht man ein Vino Bianco. E che Vino Bianco sia! Warte mal kurz, dass der Wein weg, also das Alkohol von dem Wein wegkommt. Jetzt wieder runter mit der Flamme und dann kommt jetzt die Fleischbrühe oder ihr könnt auch Wasser nehmen, ungefähr 300 Milliliter wahrscheinlich, dass das Fleisch komplett sozusagen unter Wasser steht und noch Rosmarin. Ich tue es dann ein bisschen zu drehen und rein damit auch mit ihm. Wenn ihr merkt, dass zu wenig Wein ist, zu wenig Brühe ist, noch ein bisschen Wasser dazu oder einfach nur Wasser benutzen, muss man jetzt nicht unbedingt. Aber wenn ihr Wasser benutzt, dann vielleicht braucht man ein bisschen Salz noch dazu. Ich werde jetzt überhaupt kein Salz dran machen. Und das lassen wir jetzt so mittlere Stufe, das soll schon ein bisschen kochen, für circa 40 Minuten mit Deckel drauf kochen lassen. Die letzte 10-5 Minuten ungefähr dann ohne Deckel und dann ist es bereit. Es Ragù kocht und deshalb hätte man jetzt die Zeit, das
Abo zu aktivieren, natürlich, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, und die Klingel noch dazu, dass ihr immer Bescheid habt, wenn ein neues Video rauskommt. Und wenn dieses Video euch gefällt, dann Daumen nach oben. Dankeschön. Ungefähr braucht man noch 10 Minuten, dann Deckel weg und ich teste es dann und gucke noch, ob er Salz braucht oder nicht. So, 40 Minuten sind rum. Die könnt ihr mit Spaghetti, mit kurzer Pasta, mit Penne, mit Conchigliette, mit Gnocchi Sardi, mit welcher Pasta-Sorte ihr gerne haben möchtet, könnt ihr dieses Ragù Bianco dazu essen. Dann lasst euch schmecken!